So dunkel und geheimnisvoll ist es selten auf der Leipziger Messe. Erstmals trifft sich hier Europas Hacker-Szene. 15.000 Teilnehmer erwartet der Chaos Computer Club bis zum Wochenende. Nicht in allen Bereichen dürfen wir mit der Kamera filmen. Die Besucher kommen aus ganz Europa, viele mit ganz ähnlichen Interessen. Möglichst viel zu sehen und zu lernen, ja, das ist mein Ziel. Internet, Sicherheit, Gesellschaft und die nächsten Tage wird mein Kopf explodieren, hoffentlich. Sämtliche Messekameras, die sonst Besucherströme beobachten, sind abgestellt. Denn Hacker mögen es nicht, überwacht zu werden, erklärt der Chaos Computer Club. Überwachung ist eines der großen Themen hier. Gesichter speichern und wiedererkennen, wie es der Innenminister seit dem Sommer am Bahnhof Berlin-Südkreuz testen lässt, lehnen sie ab, auch in Zeiten von Terrorgefahr. Wenn wir bald offline genauso überwacht sind, wie wir es online sind, dann gibt es keinen nicht überwachten Bereich mehr, dann gibt es keine Privatsphäre mehr. Überwachung und Kontrolle, aber auch Sicherheitslücken auf unseren Handys und Computern, damit wollen sie sich bis zum Wochenende kritisch auseinandersetzen beim Jahreskongress des Chaos Computer Clubs in Leipzig.